So, ein herzliches Grüß Gott zur Pressekonferenz nach dem Spiel Passau Blackhawks gegen EC Bad Tölz. Zu meiner Rechten Florian Zeller, Trainer von Bad Tölz. Zu meiner Linken, ganz bekannt, Ivan Horak. Ein herzliches Dankeschön gilt erst einmal unserem Caterer, ein Fischerstüberl, und natürlich unsere Mädels, die heute den VIP-Raum wieder super geschmissen haben, wie man so schön sagt. Und dann hätte ich gesagt, gehen wir gleich über zu den Fragen zum Spiel. Florian Zeller hat es angetreten mit 12 Mann, 10 Feldspieler. Sicherlich nicht einfach. Ich glaube, der eine oder andere Verletzte, unter anderem auch Sebastian Hässlinger. Wie geht es denn da bei euch weiter? Ja, erst einmal grüß Gott, miteinander. Wie es bei uns weitergeht, ja, das steht jetzt in den Sternen. Personalmangel, gut, sieht man, also unter der Woche haben wir halb so viel Spieler auf dem Eis. Dann kannst du es halt auch nicht gescheit trainieren. Ja, wir bereiten uns jetzt eigentlich auf die Abstiegsrunde vor und schauen, was dabei rauskommt. Dankeschön, Florian Zeller. Ivan Horak, ich glaube, aus Passauer Sicht war es ein Top-Wochenende, 24 Tore, nur ein Gegentor. Wie ist Ihre Einschätzung jetzt, wenn man die vergangenen beiden Spiele in Zerum Bad Tölz einmal betrachtet? So, guten Abend. Ja, 6 Punkte sind gut, da werden wir zufrieden sein. Aber auf der anderen Seite, zum Beispiel heute, der Bad Tölz ist gekommen mit 10 Leuten. Das ist einfach zu wenig, aber der hat sie irgendwie nicht schlecht verkauft. Unsere Mannschaft oder meine Mannschaft, da war letzte Drittel schon nicht so konzentriert wie erste, zwei Drittel. Wir haben 6 Punkte, wichtig. Niemand hat sich verletzt. Nächste Woche geht weiter. Dankeschön. Florian Zeller, bei euch geht es nächsten Freitag weiter gegen Trostberg. Ist ein Heimspiel für euch. Wie schaut es denn da personell aus? Habt ihr wieder den einen anderen, der dazu stößt? Vielleicht auch vor den Verletzten? Ja, erstmal muss man sagen, bei uns sind viele selbstständig, die wo nicht auswärts fahren können. Ja, den einen oder anderen werden wir für nächste Woche in der Schule irgendwie herzaubern können, dass wir da, sagen wir mal, endlich punkten, nachdem sie uns ja die Punkte genommen haben. Werden wir jetzt dann auch keinen jungen Spieler mehr einsetzen, der wo einen ausländischen Pass hat. Das war unsere Lehre. Lach nicht so. Hat jeder mitgekriegt, oder? Warum? Wir haben von der DNL einen Spieler gekriegt, der hat einen österreichischen Pass, aber der ist bloß für die DNL zugelassen. Also nicht für die Senioren. Und der hat zweimal mitgespielt und wir haben 4 Punkte geholt. Ende der Fahnenstange, Punkte weg. Naja. Scheiße passiert, gell? Nein, wir werden jetzt schauen, dass wir jetzt halt, wir haben ein oder zwei, jetzt, wo jetzt noch zu uns kommen wollen, ehemalige Spieler, mit denen ich noch gespielt habe, und vielleicht können wir das Trainingspensum ja, aufholen. Und dann schauen wir mal, was am Freitag dann Gerd Rosberg rauskommt. Dankeschön. Ivan, für uns am Freitag und am Sonntag 2 schwere Spiele. Am Freitag auswärts Fürstenfeldbruck, ein offenes Stadion, da haben wir uns schon oft sehr schwer getan. Ein Schlüsselspiel für uns, gerade um Platz 1. Wie bereitest du jetzt die Mannschaft vor, gerade auf die schwere Spiel auswärts am Freitag? So, wir haben 2x Training, jetzt Dienstag und Donnerstag, Freitag die Auswärtsspiel in Fürstenfeldbruck. Also wir trainieren weiter so wie bis zum jetzt. Die trainieren hart, sie sind fleißig. Wir müssen zeigen, bessere Leistung als Mannschaft. Ich weiß, das ist nicht einfach in Fürstenfeldbruck. Vielleicht kommt kein Regen oder Schnee. Vielleicht ist gutes Wetter, aber wir sind irgendwie gut dabei. Also ich bin positiv angestellt. Ist so. Eine Frage, die ich heute von den Rängen schon öfters gehört habe, ist der Ruben Kapzahn am Freitag mit dabei? Ich denke, der Ruben, ich denke in Fürstenfeldbruck ist dabei. Ich habe eine Liste, aber ich habe nicht alles im Kopf. Ja. Das ist, weiß ich nicht ganz genau, aber ich denke, wir sind komplett am Freitag. Gut, da wollen wir jetzt nachsichtig sein, Ivan. Danke für die Pressekonferenz an die 2 Trainer. Wenn hier keine Fragen mehr sind, dann hätte ich gesagt, beenden wir die Pressekonferenz. Florian Zeller, euch wünschen wir alles Gute. Eine sympathische Mannschaft aus der Vergangenheit, aus Oberliga-Zeiten schon. Wir wünschen euch alles Gute und dass den letzten Platz nur loswärts unbedingt und alles Gute in der Abstiegsrunde. Ivan,
der Mannschaft alles Gute am Freitag und Sonntag sehen wir uns sowieso wieder. Allen Gästen hier einen guten Nachhauseweg, kommt's gut heim und spätestens am Sonntag sehen wir uns wieder. Für Gott, Dankeschön. Danke. Ja, danke.